sind auch wieder deutlich stärker, also sollte auch kein Problem sein. Ja, und nochmal zurück zum Thema Politik oder Fußballmanager. Ist dann halt fragwürdig, ob das dann die richtige Politik war. Klar, es gab dann jedes Jahr ein neues Update, die neuesten Transfers, Pipapo, die Stärken neu berücksichtigt. Aber das sind alles so Sachen, das tun auch Fanseiten immer nachreichen, beziehungsweise tun das selbst editieren. Und die haben da wirklich teilweise bessere Sachen auf Lager gehabt, als EA das auf die Beine gestellt hat. Und ja, deswegen ist halt fragwürdig, ob das dann Sinn macht, bei so einem Spiel jedes Jahr was rauszuhauen. Und klar, dass dann irgendwann die Fans auch abgewandert sind. Die Fans sind auch abgewandert, also wenn man dann so immer im Forum gelesen hat. Ich war ja auch einer derer, die jedes Jahr den Fußballmanager geholt haben. Also auch wenn es da nicht großartige Verbesserungen gab, habe ich es mir doch immer wieder geholt. Das Einzige, was natürlich sinnvoll war, war hier der Create-Club-Modus. Das hat mir richtig gut gefallen, dass das ein Stück weit jetzt eingeführt worden ist und das dann, das haben sie echt gut gemacht. Das war so dieses von der Kreisliga nach oben bringen des Vereins, tolle Sache. Aber alles andere, das Einzige, was halt der Vorteil bei EA war, sind halt die Lizenzen. Das war wirklich das Einzige und das haben, können Fanseiten und machen das auch sehr, sehr gut, können das auch nachreichen. Also das sollte jetzt nicht unbedingt ein Punkt sein, warum das jetzt ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel ist, weil die offizielle Lizenzen haben. Ist halt Blödsinn. Und ja, wenn man sich dann mal hier so ein bisschen die Ergebnisse anschaut, auch abseits der eigenen Liga, wenn man da mal schaut, ja, wie sind denn so die Champions League-Spiele und wie läuft denn das und wie läuft denn das, da kommen halt manchmal wirklich die seltsamsten Ergebnisse raus. Und ja, keine Ahnung. Also man merkt halt wirklich, dass hier hinter dem Fußballmanager viel, viel Stückwerk war, aber das mit Fußball an sich, mit Realismus halt nicht viel zu tun hatte. Und da jedes Jahr was rauszuklatschen, jedes Jahr einen neuen Manager rauszuklatschen, ohne wirklich das Spiel sinnvoll zu verbessern, war halt letzten Endes auch der Grund, warum viele Fans abgewandert sind. Obwohl der Fußballmanager sich ja sehr, sehr gut verkauft hat. Also wenn man mal immer wieder geschaut hat auf die Verkaufscharts und so weiter, da war der Fußballmanager auch immer oben mit dabei für die paar Wochen, wo er rauskam. Kann man ja auch nie sagen, dass er nicht gut lief. Aber ja, es war halt meiner Meinung nach EA. Ja, bei FIFA mag es vielleicht noch gehen, weil bei FIFA hat man auch so einen Manager-Teil, sagen wir mal, mit dabei. Und aber da kommt es auf was anderes drauf an. Ja, da geht es immer um Fußballspielen. Und das sind eben mehr Arcade-Modus, ne, einfach ein bisschen zocken. Das ist halt hier anders, ne, und deswegen fragwürdig, ob man bei einem Fußballmanager wirklich jedes Jahr ein Spiel raushauen muss. Das war bei Anstoß 3 zum Beispiel, wo Anstoß 3 draußen war, hat es dann auch ewig lang gedauert, bis Anstoß 4 kam. Anstoß 4 war verbuggt und war crap und was weiß ich was. Aber Anstoß 3 lief auch gut, da hat auch, weiß ich nicht, keiner zu Ascaron gesagt, hier, wir brauchen Anstoß 4 nächste Saison und so weiter und so fort. Sondern Anstoß 3 wurde gespielt, wurde gespielt, wurde gespielt. Und zur neuen Saison gab es halt irgendwelche Fanseiten, die da was zum Hochladen gepostet haben oder brauchen auch nicht so unbedingt. Ja, und Anstoß 3, das war, glaube ich, auch mit das erste Spiel, was nicht mehr auf vorgefertigte 3D-Szenen gesetzt hat. Also, sondern das war dann sozusagen das Highlight, dass jedes Spiel live berechnet wurde, sagen wir es mal so. Und das hat schon ein Stück weit Spaß gemacht. Da gab es dann auch noch den Kicker-Manager, der war auch nicht schlecht, hat allerdings keine offiziellen Lizenzen gehabt. Und ich glaube, der war auch nie wirklich irgendwie jetzt so großartig bekannt gewesen. Aber der Kicker-Manager, also mir hat er wirklich auch Spaß gemacht. Ich habe mir damals geholt gehabt, habe auch viel gespielt. Und da waren die 3D-Spiele, auch wenn die Grafik sehr, sehr, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig waren, hat das auch Spaß gemacht, eben weil jedes Spiel anders gelaufen ist. So, gibt's nur noch den Sieg. Das ist klar, wir führen 3-0. Können wir wieder hier ein paar Lobe verteilen, auch wenn wir dieses Mal nicht so ganz gut sind. Er muss nicht ganz verstehen. Okay.
So. Ja, die Fitnesswerte sind auch wieder besser. Wir tauschen dann wieder so um die 55. Minute aus. Das ist dann auch in Ordnung. Naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, um das Thema jetzt auch ein bisschen abzurunden, ob jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wieder ein Fußballmanager rauskommt, inwieweit er dann umgesetzt wird oder aber ob dann vielleicht der Footballmanager hierzulande dann wieder offiziell erscheint von Sega. Ist ja, soweit ich weiß, theoretisch ab der nächsten Saison wieder möglich, weil dann keine Lizenzen mehr gibt oder die Lizenzen nicht mehr vergeben sind. Und dann ist durchaus möglich, dass der Football Manager auch hierzulande wieder rauskommt. Allerdings würde ich das schade finden, wenn es dann keinen Vertreter gibt, was so ein bisschen das Wirtschaftliche in den Vordergrund rückt. Ja, weil jemand doch so ein bisschen auch da was aufbauen kann, Trainingssachen verbessern, Jugendarbeit sich kümmern, Talente holen und so weiter. Das ist halt eben beim Football Manager nicht ganz so. Und ja, ich hoffe eigentlich, dass es da wirklich ein Studio gibt, was sich damit beschäftigen wird oder möchte, um da wieder ein bisschen die Fanszene anzukurbeln. Ja, das war ja auch eine ganze Zeit lang. Das ist jetzt ein anderes Genre. Dieses 4X-Strategie, ne? Das spiele ich auch unheimlich gern. So, 50. Na, wo waren wir noch ein paar Minuten? Das ist vielleicht ein bisschen früh. Und da gab es ja auch nach Master of Orion 2, gab es noch Master of Orion 3. Ja, und dann war es das eigentlich fast schon. Na, und dann gab es eine ganze, ganze Zeit lang gar nichts. Also wo da wirklich eine Lücke hatte, nichts ist rausgekommen. Zumindest nicht, was zur Weltraumstrategie anging. Klar, ne, man kann ja auch theoretisch sagen, bin mal hübsch so, kann ja theoretisch sagen, dass auch Civilization und so weiter und so fort, dass das auch so 4X-Strategie sind. Das ist mit Sicherheit auch ein Stück weit richtig. Und Civilization macht es auch meiner Meinung nach richtig. Die bringen hier nicht alle Nase lang was Neues, sondern die entwickeln halt und gucken und wenn es soweit ist, dann veröffentlichen die neue Civilization. Die bringen auch ihre Add-ons sinnvoll raus, sagen wir es mal so. Aber was jetzt so dieses ganze Thematik 4X-Strategie im Weltraum angeht, gab es eine ganze Zeit lang gar nichts. Ja, und man hat dann so auch in Foren gelesen, dass die Fans dieses Genres immer so ein bisschen ja danach geschrien haben, dass da sich wieder jemand diesen Bereich annimmt sozusagen. Und so ein bisschen Master of Orion 2 nur halt besser macht. Und dann vor 2 Jahren etwa kamen die ersten Spiele raus, wo dann sich verschiedene Studios damit beschäftigt haben. Und wenn man jetzt mal schaut, jetzt gibt es wieder relativ gute und auch sinnvolle Vertreter des Genres, wo man dann Weltraumstrategie hat. Distant Worlds zum Beispiel kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist ein so komplexes Spiel. Und da gibt es inzwischen ja auch die deutsche Übersetzung, zum Beispiel bei Amazon, könnt ihr auch bestellen, wo ihr wollt, wo es dann das Hauptspiel plus ein Add-on gibt. Es gibt auf Steam gibt's auch die englische Version mit allen drei Add-ons. Und das ist so ein gutes, komplexes Spiel. Leider nicht so bekannt ist Distant Worlds, aber das macht irre, irre Spaß. Gibt natürlich auch die anderen Vertreter inzwischen, Star Ruler und gut, Sword of the Stars war jetzt nicht so toll. Ja, da gibt es noch zwei, drei andere, müsst ihr mal auf Steam schauen. Und das sind alles wirklich auch gute Spiele. Und die Szene inzwischen wieder relativ, ja, wie soll man das sagen, ist jetzt wieder oder hat jetzt wieder ein paar Spiele, wo man dann drauf aufbauen kann. Klar, an Master of Orion 2 kommt immer noch nichts dran. Zumindest wenn man so mal diese Fanseiten liest und die Foren liest, ne, da wird immer noch so ein bisschen gesagt, ja, aber kein Spiel ist wirklich so toll wie Master of Orion 2. Mag auch daran liegen, dass das einfach damals das Spiel schlechthin war. Und wie bei einem Film, ja, wenn ein Film richtig super toll war, dann kommt auch in der Regel eine Fortsetzung nicht an das Original mehr ran und das muss auch nicht unbedingt sein. Jedes Spiel hat dann auch vielleicht seinen eigenen Charme.
Aber ja, inzwischen gibt es richtig gute 4X-Strategiespiele und das ist dann auch, wo man dann merkt, okay, jetzt sind ein paar da, die Szene ist beruhigt, man hat wieder was zum Zocken. Und so könnte das vielleicht beim Fußballmanager oder beim Managerspiel hier allgemein sein. Was mich auch so ein bisschen ärgert, dass das auch bei Formel 1 so ist, ne? Formel 1 ist eigentlich auch immer noch, ne, mit Vettel und dreimal Weltmeister und so weiter und so fort. Aber ein richtig guter Formel 1 Manager gibt es auch nicht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. So, gut, das sieht uns hier auch nicht so unbedingt. Ja, und das ist halt alles ein bisschen schade. Manager würde gern wegen Ablösetransfers von Markense mit Ihnen sprechen. Das wäre. Aber Markense ist ja. Haben wir den nicht einen Vertrag gegeben? Ach, das ist der. Haben wir den nicht einen Vertrag gegeben, Hänse? Ja, Vertragsende 2018. Marktwert 0. Nein, also der wird nicht verkauft. Definitiv nicht. So, Tribünennamen werde ich nicht machen. Weil 4 Jahre, 6000, das ist ein Witz. Und. Nee. Ich finde das allgemein Blödsinn, wenn dann Mannschaften oder wenn Vereine dann ihren Namen verkaufen vom Stadion und so weiter. Ist inzwischen ja gang und gäbe, aber ich weiß nicht. Lieber fahre ich zum Stadion, weiß was ich, in die alte Försterei oder schlag mich tot, als wie in die Commerzbank Arena und ja, das ist immer ein bisschen Ansichtssache, ich finde das nicht gut. Aber wir kommen jetzt hier zurück zum Fußballmanager. Wir haben jetzt hier das nächste Ligaspiel auf dem Plan. Ja, ich mache hier dennoch erstmal eine kleine Aufnahmepause. Also die Aufnahmesession haben wir ein bisschen rumgequatscht, haben ein paar Freundschaftsspiele absolviert, was jetzt nicht so aufregend war, aber das muss natürlich auch sein. Jetzt geht wieder der Ernst der Liga los. Wir starten dann hier in die Rückrunde, beziehungsweise in die Rückrunde sind wir ja schon gestartet. Aber wir starten jetzt hier ins neue Jahr und wollen natürlich versuchen, hier irgendwie auf Platz 2 wenigstens noch zu kommen, dass das so unser Ziel ist, die Vizemeisterschaft. Wird schwer genug, unser Kader ist gut. Wir sind hier stärketechnisch 481, ist stärker als zu Beginn der Saison, da waren wir so um die 460. Das heißt, wir haben schon noch ein bisschen zugelegt. Hoffen wir mal, dass wir hier den zweiten Platz noch irgendwie uns ergattern können. Ansonsten müssen wir schauen, was wir dann hier zur neuen Saison verbessern können. Ich habe es schon gesagt, wir werden definitiv einen Stürmer holen als Backup. Wir werden uns im offensiven Mittelfeld nochmal umschauen, dass wir den richtigen Spielmacher finden, auch wenn es mir unter dem Jungglas dann leid tut. Müssen wir mal schauen, was wir da an Land ziehen können. Und ansonsten schauen wir mal, wie sich das dann so ein bisschen entwickelt. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich im Moment nicht zu sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.